Hey, hi, it's me. I'm in Appenzell, Switzerland today on a very hot August day. And I'm at the Brauerei Locher, I think as they would say here. And today's the free beer tasting day, so I thought I would come by and try some of their brews. And I've already been on their tour, but I haven't done the beer tasting, so I'm just hanging out here until they get started. So maybe while I do that, I'll flip this around so you can see some pictures here of how pretty this charming, quaint little town is called Appenzell. Okay. And over there is the brewery. And inside the beer. Sortiment zeigen zu können, weil nirgendwo sonst sieht man das ganze Sortiment. Jetzt, was heute passiert, wir machen drei Degustationen, also drei verschiedene Bier vom Appenzeller Bier. Wir haben 17 Biersorten, das schaffe aber nicht heute Abend, weil ich möchte sie nicht raustragen hier. Wir fangen an mit dem Quellfrisch, dann geht es zum Weizen und nachher noch wird es immer stärker, dann geht es zum schwarzen Kristall. Sie können sich einfach so bedienen, ich bringe Flaschen auf den Tisch, trinken Sie, was Sie möchten, bedienen Sie sich selber. Wer möchte alkoholfreies Bier? Einmal ein Kultmann. Hätten Sie gern ein Flauberpanache, ein Leerhund oder ein Sonnenwendling? Okay, I don't know what she said, but I think that she's saying if you put the beer on your face, you'll be beautiful. Die haben, wichtig, Schönheitsvitamin. Also, wenn es geht, würde ich empfehlen, wirklich naturtrübes Bier trinken, weil sie tun ihrer Gesundheit etwas zu lieb. Wir machen aber nicht nur für Gesundheit etwas von innen, sondern auch von außen. Wir haben ein Vollmond. Bier-Shampoo. Früher hat man ja schon Bier-Shampoo genommen für die Haare und da gibt es viel Fülle und Glanz. Okay, something about the water. We're trying our second beer, which is called Weizenbier. Wir stellen noch andere Bier her. Also ich erzähle noch ein bisschen was über andere Bier, die wir herstellen, weil ich möchte auch, dass die Damen, die ohne Alkohol trinken, was anderes. I think she said that they feed the cows this special Weizenbier, and it makes the meat really tender and in demand in all the restaurants. So, happy cows, happy meat! Der schwarze Kristall, der wird aus speziellem Malz, aus Kara- und Schokomalz gemacht. Malz, das bei 230 Grad geröstet wurde. Das ist kein Bier zum Durstlöschen, sondern das ist wirklich ein Genießerbier. Oder ein Bier nach dem Essen, anstatt was Süßes, oder als kleiner als Aperitif im Prosecco-Gläschen serviert. Dieses Bier muss mindestens 3 Monate gelagert werden, damit es die Aromen entwickeln kann. Das riecht so ein bisschen nach Schokolade, Kaffee, Brombeeren, total etwas anderes. Ein Schwarzbier trinkt man aus einem Pokal. Und Sie werden sehen, jetzt die Farbe von unserem Schwarzbier ist wirklich wie ein Kaffee und der Schaum ist so ein kleiner Cappuccino. Schließen Sie die Augen und dann stellen Sie sich vor, dass Sie Kaffee trinken, aber nicht am Morgen früh. I'll give you one like this. Oh, perfect. You said you like. I love dark beer, it's my favorite. It's beautiful. It's the favorite of our boss. Sie dürfen den gerne ungeniert laufen lassen. Ja, ja, ja. Oh, that's good. It tastes like Kona Brewery's Pipeline Porter. So? Apparently this is the latest beer and this is the one that is a little sweeter. I'm not sure I can even open this one-handed, but I'll try. Nope, not gonna happen.
Apparently I'm on my own on this one. There's no one here. A little too much. There's such a thing. Not as good as the dark. And it is sweet. And I'm here to tell you that I don't care what she says, the dark beer is the best. Go for the Cristal, baby. And okay, that was enough beer to get a buzz, so off we go.